Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir die Story abgeschlossen, die Hauptstory, und ja, wir haben jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Wir müssen jetzt nur noch alle Pokémon fangen, was wir schon erledigt haben, und den Kampfturm erledigen, was ihr im nächsten Part sehen werdet. Und ja, ich wollte noch mal kurz den Champ Cup hier noch mal versuchen, und ja, ich wurde mehr oder weniger im letzten Part schon so zufällig, versehentlich meine ich, hier reingezogen, weil ich irgendwie nur nachgucken wollte. Aber ja, gut, machen wir einfach so, ne? Gehen wir einfach hier rein und gucken mal, was wir, wie hier alles abläuft, ob wir noch irgendwas Geiles kriegen. Das ist ja mehr oder weniger so, was den älteren Spielen die Dings wäre, die Top 4 Rematches. Ich nehme an, alle sind hier ein bisschen stärker jetzt geworden, ne? Und ja, mal schauen. Unser erster Gegner ist Betty. Ich werde allein in der Galarregion beweisen, dass ich zu den Besten gehöre. Auch wenn sie es längst schon wissen. Gut, ich nehme an, das läuft jetzt genauso ab wie beim letzten Mal, ne? Gut, machen wir mal. Arena-Leiter, Betty ist, genau, stimmt. Ist eigentlich das gleiche Team wie Papella? Er hatte irgendwie ein vollkommen anderes Team vor, ne? Weil gegen die kann man ja nicht mehr kämpfen, ne? So, Level 61. Okay, der ist schon mal stärker als Hopp im letzten Part. Und okay. So. Oh. Okay, Flunkiefer. Feuer, ach ja, Stahl, ne? Aber nichts gegen dich. Prostritt. Blöds Viech. Voll respektlos. Psch. Mit meinen Schweißfüßen hier ins Gesicht treten. Du blöds Viech, hast mir meinen Feuerball weggenommen, Mann. Okay. Ja, ich habe gesehen, Deleon war auch irgendwie unter den Kandidaten. Das heißt, wir werden gegen den auch noch mal kämpfen. Wo ich mich jetzt nicht so freue, weil ich habe das Gefühl, der ist voll stark dann. Wir wissen ja, wie der letzte Kampf ausgegangen ist, ne? Sehr, sehr knapp. Also ja. Ach, Dreck gegen mich, kann ich nichts machen. Sprungfeder, komm. Und treff diesmal verdammt noch mal. Eigentlich nur gucken, ob es überhaupt irgendwie was hier gibt, was wir kriegen können oder so. Oder ist das jetzt einfach nur so zum Training oder? Weiß ich nicht. Irgendwas wird es ja hier wohl schon geben noch, oder? So, das jetzt das nächste Boden ein. Ein, ne? Gut. Erst noch mal stark wo ein. Traurig. Ich hoffe, unsere Pokémon werden zwischen den Kämpfen noch mal geheilt, ne? Obwohl, das ist früher bei den Top 4 auch nicht so gewesen. Ist nicht so, als würde das ein Problem darstellen, ne? Wow. Das Spiel ist echt für Casuals. Man gemacht habe ich so gefühlt. Gott verdammt. Okay, komm her. Ja, bitte, lass mich nicht schon wieder zurückdrücken. Oh mein Gott. So, wo wer? Danke. Frisst hat. Ja. Krieg euch hier alle dran, ey, pass auf. Gardevoir. Oh. Aber der schon Level 61 ist, ne? Stark von Adelion. Geht bestimmt schon auf die Level 70 wieder so zu, ne? Ich weiß immer noch nicht, welches Level der war. Im Champ Cup. Ich glaube, der war erst Level 60 oder so, ne? Level 61, 62.
war gar nicht so stark, also wie ich den in Erinnerung hatte, glaube ich. Keine Chance gegen meinen Blackwing, der ist schon wieder fast voll geil. Wieso, was ich machen müsste? Ich müsste ja mit meinem Competitive-Team mal reingehen. Wir haben wahrscheinlich alles hier weg. Mein Stalus und seinen Tarnstein. Nehme ich auf das Glurak von Delion losgehe. Denkt sie so, ey, ich dachte, wir haben hier nur Spaß, Mann. So jemand, der eine Fliege mit einer Handgranate hier vernichten will. Oh mein Gott, ey. Alter, ist das hier gerade. Verdammtes RNG-Fest. Das nicht mal zu meinen Gunsten läuft, ey. Oh. Egal. Die Animation sich jetzt mal anzugucken, das ist ein bisschen doof. Ja, komm. So, treff. Danke. Oh mein Gott. So, wenn Delion jetzt Level 70 ist, wir sind alle Level 70 fast. Wir sind gewappnet. Hoffentlich. Delion hat ganz schön starke Pokémon. Wieder M-Master. Immer ganz dicke Pokémon im Team. So. Ich habe vielleicht mal deiner Maximilian, wäre vielleicht eine gute Idee. Oh. Das ist ihn sein letztes. Ja, ich hätte vielleicht deine Maximilian sollen. Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Boah. Aber ich bin schneller. Das Ding unglaublich langsam ist. Deiner Dunkel. Warum? Jetzt Psychoangriff oder irgendwie so. Ich auch noch mal. So. Ja, wir haben alle unsere Rivalen innerhalb von zwei Parts besiegt. Up und Mary im letzten und jetzt noch mal Bettys. Also ich dachte irgendwie richtig, dass man dann zufällig gegen irgendwelche Leute kämpft. Ach so, deswegen, man hätte sich jemand einladen können, wäre dieser ganz sicher irgendwie hier im Turnier gewesen, ne? Oder? Sonst wäre ja vollkommen zufällig, gegen wen man kämpft, ne? Nehme ich jetzt mal an. Wenn ich, vor allem wenn ich einmal hier verliere, werde ich dann nicht mehr Champion sein. Nehme an mir meine nicht vorhandene Krone weg. Sternensturm, was ist das denn? Greift mit seiner Lauchstange an. Von der Wucht der Attacke wird ihm jedoch so schwierig, dass er in der nächsten Runde nicht handeln kann. Cool. Ja, weißt du was hier? Sehr unwahrscheinlich, dass ich sowieso noch benutzen werde irgendwann. Also ja, warum nicht? Ein alter Betis wurde besiegt. Warum muss ich ausrichten, selben Zeitalter geboren werden wie du? Was? Wenn du nicht wärst, dann hätte ich bewiesen können, dass ich der Beste bin. Aber es hat Spaß gemacht, gegen nichts kämpfen, ein bisschen jedenfalls. So, was eine Überraschung, Delion. Dann sind auch Kate und Roy übrig. So, Delion, Bob, mit was hat er nochmal angefangen? Dann fangt er bestimmt mit den gleichen nochmal an, ne? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich hole nicht Igni als ersten aus. Durengard? Hat der Durengard als erstes angesetzt? Ich weiß es nicht. Lass mal Igni drin, ne? Aber noch Kehrtwende. So, hey. Hey. Warum hast du denn doch du den Mantel an? Danilo, oder soll ich sagen, neuer Champ? Zeig mir doch mal deinen Champ-Time. Was alles? Okay.
Oh Gott. Das ist jetzt sozusagen ein Champion Rematch, ne? So ich dauernd nachdenke. Pokémon Trainer Deleon, fahr dich heraus. Und von der Pokémon Trainer jetzt. Setzt du gerade ein, auch perfekt. Genau das richtige Pokémon an erster Stelle. So, was für ein Level bist du? Oh Gott. So ist okay. Feuerball und du bist weg. Nein. Ah, das ist nicht gut. Hat nicht meine Angriffskraft hier gesenkt? Da war doch noch so ein Nebeneffekt von dem, oder? Egal. Hier nimmt Feuerball in die Fresse. So. Jetzt schon ganz schön anti-Climax gleich, was auch immer. Gegen wen auch immer ich gleich kämpfe. Würde ich jetzt mal so sagen. So, ich bin aber bestimmt schneller als du, ne? Also kann ich Kehrtwende einsetzen. Mary wäre natürlich die beste Wahl. Erstmal Kehrtwende. Wow. So, setzt halt eine Wasserattacke jetzt ein, ne? Ich würde sagen, Mike zusammen könnte das abwehren, ne? Morpeko wird jetzt nicht so viel aushalten können, leider. Hier Celebrim. Okay, oder so. Angriff und Spezialangriff. Okay, willst du? Ich küsse dich. Mal wieder, ehrlich? Immer noch viel abgezogen. Gut, Psychokinese dann. Position Schuss. Also ich habe eine Menge Spezialverteidigung. Ich merke gerade, ich hätte sie vielleicht für seine Drachen-Pokémon gebrauchen können, aber was soll's. Ah. Top-Genese. Ah. Mach doch gefällig, sag, was ich will. Oh nee. Das geht genauso ablaufen wie im Dings. Ich weiß ja, du bist schneller, ne? Deswegen wird genauso ablaufen wie beim letzten Mal, ich so Gefühl. Aber da war der auch viel stärker, ne? Jetzt bin ich genauso stark wie er. Bong. Jetzt bin ich genauso stark wie du. Wir sind auf dem gleichen Level. Das dürfte nicht mehr so schwierig werden. Katabuldra. Ja, gute Frage, ne? Warum ist das? Ach so, wegen links. Weiß nicht. Könnten wir einsetzen. Blackwing wäre vielleicht nicht schlecht. Egal. Bist du schneller? Gott, Draco Meteor. Oh Gott! Aber jetzt senkt, glaube ich, dann an einen Spezialangriff, ne? Stimmt jetzt. Spezialangriff, nicht normalen Angriff. Glaube ich. Ich dachte eigentlich, der wäre normal Angriff. So. Okay, da ich ja weiß, dass du schneller bist. Setze ich Gegenstoß ein mit Blackwing. Komm. Warte auf die. Oh Gott. Aber dein Spezialangriff ist unten. Ich verbrenne mich nicht. Gegenstoß, komm. Na. Ja, Überreste, gut. Wir müssen nicht wieder so viele Heilobjekte einsetzen wie am letzten Mal.
Donnerblitz. Oh nee. Da kannst du alle möglichen Attacken teilgeben, ja. So. Drei von dir schon erledigt. Von mir nur einer, glaube ich. Einer, ne? Ja. Ja, einer. Ja, Magiker Run. Tut allgemein irgendwie auch frecken, habe ich das Gefühl. Oh, Pantyfrost. Okay, da lassen wir Dings drin, ne? Könnte was werden. Ist so schneller als ich? Ich weiß es nicht. Geil, geil, ne? Starflügel. Habe ich ja auch Kehrtwende einsetzen sollen. Warum? Ich habe einen Stahl, ne? Zu den ausgleichen. So, ich will es ehrlich gesagt riskieren. Komm, hau den weg. Ah. Kannst du meine Team-Pokémon kacke? Ah. So, ich hätte jetzt voller Flangen, ey. Herr von Lauch gegen den einzusetzen. Kampf der Gentleman. Aber der wird das nicht aushalten. So, Tiamat. Ja, nichts epic. Doch, der hatte gerade, hatte der gerade Donnerblitz eingesetzt. Lil Mary, komm. Ja, 4 gegen 3 Pokémon noch, komm. Schaffen wir. So. Aurarad, komm, du bist schneller. Ich glaube nicht. Jawohl. Was, du bist schneller. Weil es am besten irgendwas gerade gegen Unlecht anfällig ist und ja. Ja, perfekt. Glurak. Oh Gott. Da kommt er schon. Ist das schon in der letztes? Oh, der hatte nur 5. Okay, ich dachte, der hatte mehr. Was war hier? Donnerbild. So. Donnerwelle mit und der 3-zügige Begrenzung, dass du das Ding im Geiger Dynamax lassen kannst und ja, dann läuft das. Pass auf. Gut. Okay. Wenn ich Glück habe, kriege ich nur auch Rad, aber das sieht nicht gut aus. So. Jetzt komme ich noch mit was in der Ecke, dass du nicht kaputt kriegen kannst so schnell. Offensivfeste Tiamat. Weißt du was? Hier. Deiner Brocken. 150 Schaden. Mir ist sowas von tot. Viel einfacher als beim ersten Mal. Schade. Bisschen die Spannung weggenommen. Hi. Dönerbomben, komm, mit einem Schlag weg. Müsste eigentlich. Okay. Muss jetzt nicht sein, aber okay. Damit haben wir Deleon noch mal besiegt. Ist das nicht schön? Beim Champion-Titel haben wir gesichert. Erfolgreich verteidigt. Ach. Es ist okay, dass du anders bist als ich. Du führst uns bestimmt in eine neue Zukunft. Klasse. Oh. Jetzt hat er wieder seinen Mantel an. Danke, neuer Champ. Die Kämpfe mit dir helfen mir, mich weiterzuentwickeln. Ist ein Champ, auf den Galar stolz sein kann. So, und noch mal gegen Roy. Was ironisch ist, weil der Typ war auch nicht so einfach, aber der kämpft jetzt einzeln gegen uns, ne? Nicht mit Doppelkampf. Aber den schaffen wir auch noch. Ich werde den Champ besiegen und das Turnier gewinnen. Und dann werden alle sehen, wie stark ich bin. Ach ja, ich bin ja
wollte schon sagen, ich bin Champ gerade rausgeworden, aber dann ist mir eingefallen, warte mal, ich bin ja jetzt der Champ. Aber jetzt die neue Musik wieder. Cool. Ein bisschen doof. Okay, das ist jetzt peinlich, wir haben beide Feuerpunkte. Dürre vom Portal-Objekt. Tja, was mache ich jetzt gegen dich, ne? Sprungfehler, würde ich sagen. Ich will schon mal erfolgreich nach oben springen, aber ob ich landen werde, das ist wieder eine Frage, ne? Body Press. Oh Gott. Body Press. Was ist ja nochmal Kampf, ne? Okay, dann versuchen wir das. Ne? Ja. Obwohl, ich Idiot. Jetzt setzt doch Body Press ein. Das ist doch Kampf. Nein, warten Sie. Nein. Ah. Autsch. Ah, weißt du was hier? Oh. Okay, selbst rück. Okay, ich dachte, ich muss da nach oben. Oh nee. War von Rionio der Angriff hier. Felswurf oder so. Muss man eine Runde danach ruhen. Macht auch irgendwie so einen mega enormen Schaden. Ist gewonnen. Bin gerade dann arbeiten. Weil so ein Viech. Aber du hast kein Dings, kein na komm hier. Kein Regentanz. Also die Fähigkeit hier. Ja. Das wird dann auch irgendwie so diesen automatischen. Nee, ich glaube nicht. Halt nicht. Bonk! Aber es wäre den Regenteams gespielt, so viel ist sicher. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, ich bin dann so ein Ding gerade am Arbeiten. Competitive mäßig. Die Veldra. Wüstengeist. So, ich glaube, da war's mit Tiamat. Ja. Das so aus. Hätte sein können, er damit ein paar AP noch überlebt, ne? Wie hatte er 10? Ich hätte es ja noch 9 Schaden gemacht, ne? So, was mache ich denn gegen das? Ach ja, Magikasamen. So, bitte verreck jetzt nicht. Muss man mit dir auch ein paar Kills hier rausholen, ne? Das macht jetzt direkt hier Diebeskuss ein. Ich weiß, ich werde eine Menge Schaden bekommen, ne? Alter. So. Oh, sehr gut. Hat mehr abgezogen als gedacht hätte. Und oh, er kommt jetzt bestimmt mit Dings um Eck, ne? Sagt ist jetzt top gewesen reinkommen. Nein. Dann hätte ich den jetzt erledigen können, nämlich. Aha. Ich bin sowieso nicht vernünftig hochgehalten, dieses Kuss, also. Ist egal. So, yay! Ist leider nicht mehr Level 70. Fortunato, ach ja, das kriege ich. Warte mal. Ich weiß auch genau, was du wieder machst. Ja. Ich wusste genau, was der wieder macht, ey. Das heißt, ich kann schön irgendwie. Warte mal, bist du Drache? Ja, ne. Sollte vielleicht irgendwas einsetzen, was ich garantiert kaputt haut. Weiß aber nicht was. Das ist eine Idee. Da setzt sich die ganze Zeit diesen Konterangriff ein, ne? Hat er im Ding sau gemacht im Arena-Leiter-Kampf. Oh, sehr gut. So, ich mache jetzt Folgendes. Jetzt machen wir mal. Hat man Setup nimmt. Oh. Oh, oh, oh. So. Boom. Da tut er. Oh, echt jedes Mal den Angriff abwehren dann.
Ja, ich mach mal den hier. Der Verlauch schleift seinen Lauch. Und gleich wird es ja übelst wehtun. Weißt du mal den Nebeneffekt von diesem Sternenangriff oder Sternschlag oder was auch immer ist? Sonnentag! Wird so geil, wie Roy immer so am Schreien ist. Und Sonnentag! So, Sternsturm. Dass er in der nächsten Runde nicht handeln kann. Okay. Aber Sturzflug. So. Ja, was macht das jetzt nochmal? Der muss halt aber überleben, ne? Was passiert, oder? Ja, ist weg. Oh Gott. Ich würde gerne noch diesen Sternenschlag sehen. Sternstreich, was auch immer. Dualuda. Ich würde den Angriff gerne normal sehen, ne? Oder werde ich nicht mehr, ne? Ich mach mich sehr fertig, pass auf. Gucken wir mal. Okay. Muss einmal Sterne sprechen. Ich will sehen, wie er aussieht. Da komme ich nicht dazu. Ne, der ist bestimmt schneller. Ah, wieder raus. Das ist kein Step, aber nichts Effektives gegen mich. Sternsturm. Ja, hat man jetzt nicht so genau gesehen. Ja. Leider macht hat übel Schaden gemacht. Ja, okay, Schwertanz, ne? Nicht vergessen. So cool. Mein Champ Cup noch mal erledigt. Na. Jetzt, wenn ich verliere, gebe ich einen erstklassige Figur ab. Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Wenn mein Verlierer-Selfie schon so beliebt ist, dann würde ein Gewinner-Selfie von mir sicher das ganze Internet lahmlegen. Hm? Oh, kann es sein, dass ich mein Ziel auch verliere? So, und jetzt das Ergebnis des Finales. Ich dachte, jetzt kommt noch was, weil ich da stand. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Hier bitte nimm den Gewinn entgegen. Oh, der Champ. Von mir gibt es auch einen super. Nein, herzlichen Glückwunsch. Wenn mich dein Auftritt so mitgenommen hat, möchte ich dir hier das hier als Belohnung schenken. Ein Wunschbrocken. Okay. Was? Na, verdammt. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Du, Ball, gib mir was Vernünftiges. Nein, Traumball, lassen sich. Ich will nichts davon. So. Dann kann man dann jetzt immer wieder machen, einfach nur um so hoch zu leveln, ne? Nehme ich an, keine Ahnung. Gut. Aber ich muss sagen, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge, da werden wir uns noch ein bisschen weiter im Kampfturm herumtreiben. Und ja, wir waren hoffentlich, weiß nicht, erfolgreich Deleon erledigen ein paar Mal. Und mir hat die Lichter ausgegangen, als ich dahin gegangen bin. Ja, was ist hier los? So, und ja, wenn wir damit fertig sind, dann geht es dann auch endlich ins DLC, ne? Ich freue mich schon. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.